Ich möchte wissen, wie oft unser Video schon aufgerufen wurde. Ja, ich konnte letzte Nacht kaum schlafen vor Aufregung. Nur 1 Million Klicks und wir dürfen zum Cheerleader Camp. Ihr habt bestimmt schon 150.000. Hey. Nur 6 Leute wollten es sehen? Unmöglich. Gestern wurde es einmal aufgerufen und dann sind da noch wir 6. Ich hab's mir noch nicht angesehen. Was? Ich war beschäftigt und er glaubt, die Haut pflegt sich von alleine. Ich glaube es einfach nicht. Oh, Mädels, das tut mir echt leid. Komm schon, wir können nicht einfach so aufgeben. Auf der Website steht, die Zeit läuft um 3 Uhr ab. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Ihr habt mich aufgebaut, als ich alle Hoffnung verloren hatte. Und jetzt werde ich als allseits beliebte und wunderschöne Führerin eben das Gleiche tun. Nicht jetzt, Gulia. Ich will aufmuntern. In Wirtschaftskunde haben wir viel über Marketing gelernt, wie man die Nachfrage ankurbelt. Wir können einiges tun, damit alle wie wild auf das Video sind. Vertraut mir, meine Lieben. Schüler der Monster High, eure Cheerleader brauchen eure Unterstützung. Schaut euch unser Video an. Erzählt euren Freunden davon. Also, das war wohl nichts. Nicht jetzt, Gulia. Frankie, nimm's in die Hand. Zu Befehl. Nur 15 Aufrufe. Bei diesem Tempo brauchen wir für die Millionen 100.000 Jahre. Oh, dann bin selbst ich für das Camp zu alt. Das funktioniert alles nicht, Cleo. Was sollen wir nur tun? Die Zeit läuft uns davon. Ich denke. Oh, ich hab's. Wir warten bis zur nächsten Vollmondnacht und dann werde ich... Oh, nein. Lieber nicht. Wie könnten wir Leute auf das Video aufmerksam machen? Gulia, was ist denn nun schon wieder? Wie? Du kannst unser Video auf der Homepage von Gruseltube platzieren? Ist das dein Ernst? Jedes Mal, wenn jemand das Video aufruft, kann er den Link an alle Personen in seinem Adressbuch schicken. Das ist phänomenal. Gulia, das ist genial. Warum kommst du erst jetzt raus damit? Julia, es funktioniert! Ich glaub's einfach nicht. Wir schaffen es! Wir sind ganz dicht dran. Warum hat es angehalten? Nein, nein, nein. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Julia, tu etwas. Ich sehe nichts. Was ist da los? Die Mädchen kriegen eine Einladung zum Cheerleader-Wettbewerb am Jammersee, wenn sie 1 Million Aufrufe in Gruseltube bekommen. Sie sind ganz dicht dran, aber es muss vor 3 Uhr klappen. Ach, ich dachte schon, es wäre etwas, was mich interessiert. Aber warum funktioniert das nicht? Was für eine Tragödie. Was funktioniert nicht? Macht euch mal kleiner da vorne, ich kann nichts sehen. Hier steht, dass die Website geschlossen wurde. Was? Und das Video kann man nicht mehr sehen? Nur noch 1 Minute. Go, 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 Gulia, go, 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 Gulia, go, 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 Gulia, go. Go, 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 Gulia, go, go, go. Nein, es ist 3 Uhr. Wir haben es nicht geschafft. Ich glaub's einfach nicht. Wir waren so nah dran. Entschuldigung, lasst mich mal durch. Hab ich was verpasst? Meine Lieben. Ich möchte euch sagen, wie mächtig stolz ich auf euch bin. Mir kommen gleich die Tränen. Es ist mein Ernst, wie ihr gemeinsam als Team versucht habt, das Unmögliche möglich zu machen. Ihr habt wirklich mehr Enthusiasmus gezeigt als alle anderen vor euch. Und darauf kommt es unter Cheerleadern wirklich an. Ich weine nicht. Von wegen. Cleo, Cleo, das musst du sehen. Auf der Monster-Nachrichtenseite. Gruseltube ist zusammengebrochen, weil es zu viele Aufrufe für ein einziges Video gab. Euer Video. Das gibt's nicht. Ich wusste, ihr schafft es. Oh. Der ewige Gruseltube-Rekord wurde gebrochen. Und was heißt das jetzt? Sind wir mit dabei? Ich mag gar nicht hinsehen. Was steht da? An die Monster High Cheerleader. Ihr seid offiziell zum Cheerleader Camp eingeladen. Glückwunsch an die Monster High Cheerleader, die gerade zum Cheerleader Camp am Yamasee eingeladen wurden. Viel Erfolg, Mädchen! Alle sind ganz aus dem Häuschen! Ich
Ich muss gleich mit dem Packen anfangen. Wie viele Badeanzüge soll ich nur mitnehmen? Ob 40 Paar Schuhe wohl reichen? Wie viele Koffer sind erlaubt? Glückwunsch, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr für euch. Du bist wirklich lieb. Wir sind voll aufgeregt. Wenn du uns doch nur begleiten könntest. Kann ich. Ich fahre doch in jeden Frühjahrsferien an den Yamasee. Mein Papa sagt, dort gibt es den besten Unterwasser-Campingplatz nördlich von Barrier Reef. Oh, wie wunderbar. Wir alle zusammen. Das wird bestimmt die beste Zeit unseres Lebens. Okay, und jetzt alle auf drei. Eins, zwei, drei. Yamasee! Dran, Handtücher. Hab ich Schuhe? 10 Paar flache, 9 Boots, 8 Sandalen. Sind das genug? Für heute schon. Stylisch und funktionell. Hey, es wird wahr. Der Bus ist da. Juhu! Fühlt ihr euch auch fit wie die Turnschuhe? Turnschuhe? Ich wusste, ich hab was vergessen. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Platz für eure Cheerleader-Kostüme gelassen. Du siehst das alles zu eng. Am Yamasee geht es nicht nur um Cheerleading. Ja, der nördliche Strand ist ein Traum. Der See ist riesig. Es gibt Fun. Ich muss euch enttäuschen. Wir werden die ganze Zeit in der Cheerleader-Akademie am Südufer sein. Die ganze Zeit? Jedes Jahr verleiht die berühmte Cheerleader-Akademie den Paradestab an das beste Team. Und jedes Jahr hat das Siegerteam später die nationalen Monsterschaften gewonnen. Zufall? Wohl kaum. Wir wollen auf jeden Fall diesen Stab. Es heißt, früher hat immer nur Monster High den Paradestab gewonnen. Früher, als wir noch waren. Guten Tag, ihr Lieben. Die Aussichten auf Frühlingsferien am Yamasee und im Wasser machen mich ganz kribbelig. Du freust dich wohl auf dein Element. Nein, ich stehe mehr auf Salzwasser. Gil hat's mehr mit Süßwasser. Aber glaubt mir, ich kann trotzdem mithalten. Wie wär's mit einem kleinen Song? Wow! Oh, ich bin noch nicht ganz warm. Noch schöner geht's eigentlich gar nicht. Wenn schon ein Claude Wolf toll ist, was ist erst mit 2, 3, 4? Ich liebe den Yamasee. Hey, das ist nur mein Traum, klar? Frankie, mein Fußgelenk. Jetzt musst du die Leitung des Teams übernehmen. Ich? Du wirst es schaffen. Ich weiß es. Wir alle glauben an dich. Captain. Jetzt hilft nur eins. Mund-zu-Mund-Bewässerung. Wo ich den Paradestab habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh. Cleo, wache auf, wir sind da. Meine Damen, willkommen am Yamasee. Es ist noch viel schöner hier, als ich mir erträumt habe. Oh, wie belebend. Das gibt neue Energie. Endlich werden wir alle die Anerkennung und den Respekt bekommen, den ich verdiene. Mr. Heck, bringen Sie unser Gepäck zum Haupteingang. Euer Bungalow liegt etwas abseits, ihr Traumtänzer. Naja, vielleicht ist es halt so schlimm. Gebruchbude. Du sagst es. Nun ja, es ist nicht gerade ein Luxushotel. Warum müssen wir hier hausen und alle anderen Teams wohnen in Luxusbungalows? Scary Murphy ist eine Cheerleading-Legende. Sie hat schon ihre Gründe. Tja, wer es glaubt. Scary Murphy. Ihr seid also das Wildcard-Team. Auf mich wirkt ihr wie ein müder Haufen. Also, wir sind ja nur... Ruhe, das reicht einfach nicht. Deine Haltung furchtbar. Deine Einstellung entsetzlich. Kommt in die Gänge, Ladies. Also los, Bewegung. Als Wildcard-Team müsst ihr ganz Besonderes leisten, ihr Turteltäubchen. Was lernen wir als erstes? Pyramiden für Profis? Komplizierte Schrittfolgen? Nein, für euch habe ich mir etwas anderes ausgedacht. Ich glaube es einfach nicht, dass wir für die anderen Teams das Mittagessen kochen müssen. Ich bin sicher, Scary Murphy weiß, was sie tut. Und jetzt auch noch den Rasen mähen? Die Tante geht mir so auf die Nerven. Scary Murphy ist der absolute Cheerleading-Guru. Wenn sie sagt, mähe den Rasen, fragst du nur, wie viel Millimeter. Ah, das
Das ist schon wesentlich besser. Wem sagst du das? Es gibt doch nichts Schöneres, als so da zu sitzen und zu träumen. Nein. Ich hasse es einfach nicht. Wir haben einen ganzen Tag mit blöder Hausarbeit verschwendet für Scary Murphy. Was hatte all das eigentlich mit Cheerleading zu tun? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube an Scary Murphy. Ja, Tor! Nicht schlecht für eine Meerwasserjungfrau. Danke, Partner. Du bist aber auch gar nicht schlecht für einen Süßwassermann. Ich sage den Mädchen immer wieder, Scary Murphy hat bestimmt einen Plan, aber ich bin mir nicht sicher. Lorelei, was machst du denn hier? Der Yamasee ist der Ort, an dem sich alle coolen Schnurrkatzen in den Frühjahrsferien versammeln. Das Südufer ist nur für Cheerleader-Teams, kein Platz für Drückebergerinnen. Oh, du kämpfst mit harten Bandagen. Dabei wollten wir nur gratulieren, dass ihr im Cheerleader-Camp dabei seid. Oh, danke. Und wir wären sogar bereit, zurückzukehren. Was? Jetzt, wo es beim Cheerleader-Team wieder läuft, möchten wir wieder einsteigen. Ich sehe doch, wie sehr du dir den Paradestab wünschst. Und mit uns hast du die beste Chance, ihn zu bekommen. Du hast recht, Lorelei. Ich werde euch noch brauchen. Ich hab's doch gesagt. Um meinen Paradestab zu polieren, nachdem ich ihn gewonnen habe. Was? Ich würde dich nicht nehmen, und wenn du noch so sehr schleimst. Und jetzt entschuldigt, mein Team braucht mich. Du hast dir gerade Feinde fürs Leben gemacht. Sieh dich lieber vor. Hallo Mama und Papa, ich bin's. Ich amüsiere mich hier wirklich total im Cheerleader-Camp. Sicher, wir haben jede Menge zu tun. Vom vielen Staubwedeln fällt mir gleich der Arm ab. Ha, ist mir längst passiert. Scary Murphy lässt uns zappeln. Kein anderes Team muss diese Arbeiten machen. Genau, diese Mädchen da sind von der Flederwald-Vampir-Akademie. Warum kommen die sich eigentlich so toll vor? Weil die so lang sind? Vielleicht, weil sie 4 Jahre nacheinander nationale Meister waren. Unsere härteste Konkurrenz. Können die auch einen gruseligen Eintopf anrühren? Bleibt cool. Julia und ich haben uns etwas mega Heißes ausgedacht. Na, hoffentlich, denn diese Flederwald-Angeberinnen werden alles versuchen, um zu gewinnen. Alles! Aber es war nicht alles harte Arbeit. Wir hatten auch Gelegenheit, am Strand abzuhängen, während Cleo und Julia unsere Choreografie austüftelten. Gil, hast du Lust, beim Monsterpool ein paar Punkte abzuräumen? Also, ich kann nicht. Komm schon, Frischgesicht, ein Spiel. Wir sind so ein gutes Team. Das passt jetzt irgendwie nicht. Wann denn dann? Ich weiß auch nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Nun komm schon, du kannst mir doch alles erzählen. Aber nicht das, okay? Ich möchte deine Gefühle nicht verletzen. Wir hatten so viel Spaß am Strand, aber wir mussten auch hart arbeiten. Cleo mit ihren Ideen und Julia mit ihrem Blick für die Gesetze der Physik hatten bald die perfekte Choreografie für uns. Das sieht kompliziert aus. Ganz richtig, Julia. Wissenschaftlich untermauert, damit wir gewinnen. Wir müssen es nur einstudieren. Hallo, ihr Hübschen. Wie geht's? Was wollt ihr? Wir wollten euch vor eurem großen Auftritt nur viel Glück wünschen. Sonst noch was? Ist das eure Choreografie? Ja, sie ist ganz toll. Das hier ist unser Geheimtraining. Also schiebt ab, ihr treulosen Tomaten. Gut, fangen wir an. Oh, ich werde es mit meinem Eye-Connector filmen. Für meine Eltern. Wir beginnen mit Flickflack und Ratschlagen. Dann folgen Jumps mit einer grandiosen Hebefigur. Alles lief großartig. Hi, ich bin's, Frankie, eure Tochter. Okay, ich habe totales Vertrauen in unsere Choreografie. Und wie ihr gerade gesehen habt, werden wir die Flederwelt da wegfegen. Oh, kleinen Moment. Hey, Frankie. Ich wollte dir nur sagen, auch wenn ich nicht mehr zum Team gehöre, gönne ich euch von ganzem Herzen, dass ihr gewinnt. Das ist aber lieb von dir. Ich bin gerade dabei, das Video für meine Eltern zu beenden. Ich wollte es per E-Mail schicken, aber ich krieg hier keine Verbindung. Weißt du was? Ich könnte es für dich mailen. Gib's mir doch einfach auf dem Speicherstick. Danke. Du bist die Beste. Ich muss jetzt Schluss machen, Mama und Papa. Bis bald, dann drückt uns die Daumen. Ihr wollt die Monster-High-Choreografie gleich nochmal sehen? Achte ich mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey, Neue! Darf ich deine Bücher tragen, Baby? Ich heiße nicht Baby, sondern Abby. Oh,
Ich kann nicht glauben, dass die Schule schon wieder angefangen hat. Mir gefallen die ersten Schultage, die vielen Geheimnisse und Überraschungen. Ich glaube, es wird dieses Jahr manchen Schock geben. Warum passt da nur so wenig rein? Es ist dasselbe Schließfach wie im letzten Jahr. Ja, aber ich habe neue Sachen für ein ganzes Jahr. Und Make-up, Schuhe, farblich passende Handtaschen. Auch Bücher, Schreibmaterial. Wenn Platz ist... Soll ich helfen? Du bist echt stark. Oh, das Drahtschwantom. Neue Schülerin liegt Heath Burns auf Eis. Wer sie wohl ist? Was kümmern uns neue Gesichter? Genau. Hey, ich war auch mal neu hier. Oh, ich möchte unbedingt wissen, wer dieses Jahr Biologie unterrichtet. Hat jemand Laguna gesehen? Völlig richtig, Gulia. Wahrscheinlich trifft sie sich mit Gil. Sie haben sich den ganzen Sommer nicht gesehen. Ich habe mir erlaubt, dich für all unsere Kurse in fortgeschrittener Mathematik einzutragen. Oh, nein. Ich wusste, dich reizt die Herausforderung. Hi, Torelei. Hattest du schöne Sommerferien? Ach ja, deine sind ja ausgefallen, weil du die ganze Zeit im Mathematikcamp gehockt hast. Und das habt ihr mir eingebrockt, weil ihr meine Testergebnisse gefälscht habt. Geschieht dir ganz recht. Schließlich hast du versucht, das Cheerleader-Team aufzulösen. Wer sagt, dass ich aufgebe? Jedenfalls habe ich in dem Mathecamp nur unnützes Zeug gelernt. Was ist die Quadratwurzel aus 568? 23,832. Hey! Laguna, was ist passiert? Es ist wegen Gil. Seine Eltern waren stocksauer. Sie haben ihn auf eine andere Schule geschickt. Laguna! Hey, Jackson. Oh, hey, Frankie. Ich habe dich auf Cleos Party vermisst. Eigentlich wollte ich kommen, aber mir wurde so anders. Hey, das ist mein Platz. Ich bleibe. Weißt du, wer ich bin? Eine miese Katze mit spitzer Zunge. Ach. Alle sofort hinsetzen. Schlag das Buch auf Seite 1 auf. Hey! Claudine hatte recht wegen neuer Schülerin. Du willst spielen? Dann spiele ich mit. Oh! Ihr beiden, ab zur Direktorin. Sofort. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte hier noch nie Ärger. Lässt dich das kalt? Du hast den ersten Schneeball geworfen. Die Direktorin wird dir auf die Finger klopfen. Aber ich habe nichts getan. Das ist alles ein Riesenmissverständnis. Ich verstehe sehr gut. Du wolltest Streit mit Abby. Jetzt hast du ihn.